ich wollte noch schnell die Linse ein bisschen sauber machen. Und ich fürchte, ich muss euch ein bisschen näher herrutschen. Mal schauen. Gott sei Dank ist ja heute so schön, was aber bedeutet für die ganzen Videos, das macht total schwierig, die Lichtverhältnisse. Aber worum es geht, und zwar, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um die ganze Geschichte so ein bisschen klarer zu machen. Und zwar vor, wie lange ist denn das her? Ein, zwei Wochen circa, glaube ich, ist so durch den englischsprachigen Raum, ich glaube, es war irgendeine englische News-Website, die gebracht hat, Studie zeigt, dass Naturprodukte oder Kosmetikprodukte mit Lavendel und Teebaumöl zu Brustwachstum bei Burschen führt. Und ich habe dann schon sehr schmunzeln müssen, beziehungsweise viele meiner Kollegen wahrscheinlich auch, weil diese Studie, also dieser Aufsatz eigentlich, dieser publizierte, ist von 2007. Und das war damals schon so eine Sache, dass man gesagt hat, also wir gehen dann gleich auch drauf ein, auf das Ganze was drumherum, und ihr hört es vielleicht, die Frau Hund im Hintergrund ein bisschen bellen. Freut sich, das ist so das freudige Bellen, so dieses, kommt jemand vorbei und muss mich unbedingt begrüßen. Egal. Und da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln, weil ich das ja schon kannte von vor ein paar Jahren. Und haben mir noch gedacht, eigentlich witzig, dass das bis jetzt nicht im deutschsprachigen Raum irgendwie so speziell aufgekommen ist. Und habe tatsächlich aber dieses Wochenende einen Link geschickt bekommen, dass jemand gesagt hat, hey, du, hast du schon gesehen? ORF.at, die Science-Ecke hat das gebracht. Und was sagst du dazu? Und da dachte ich, na, okay, einerseits bin ich dann auch total froh, dass das jetzt endlich kommt, weil es ist nämlich so ein perfektes Beispiel, was einem einerseits so ein bisschen zeigt, hey, wie soll man eigentlich so Studien interpretieren? Studien unter Anführungszeichen, wie gesagt, wir gehen gleich noch ein bisschen drauf ein. Und was hat man, sag ich mal, als aufgeklärter Konsument oder auch Anwender von was auch immer, in dem Fall halt ätherische Öle, was soll man sich für Gedanken machen, wenn man mit solchen Sachen auch konfrontiert ist? Auf was soll man achten? Das Witzige war mal, ich habe mir diesen ORF-Link angeschaut, diese Kurzmeldung eigentlich. Und das Witzige ist, dass da zum Beispiel auch steht, eine Untersuchung und dann ist ein Link. Dieser Link führt allerdings nur zu einem Press-Release, also so einer Presseaussendung auf so einer allgemeinen Website eigentlich, wo man dann eine Zusammenfassung eines Artikels lesen kann, die aber sehr lückenhaft ist, vor allem wenn man den tatsächlichen Report, wie er im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, kennt. Und muss ich schon sagen, sehr, sehr irreführend formuliert auch ist. Aber gehen wir zurück. Was ist wirklich passiert und quasi, was kann man daraus lernen? Also 2007 gab es ein paar Ärzte, die sich da irgendwie zusammengeschlossen haben, und da ging es um Brustwachstum im Burschen vor der Pubertät speziell. Und da gab es drei Patienten, um die dieser ganze Report dann irgendwie gebastelt wurde. Einerseits einen 4 Jahre und 5 Monate alten, damit hat es angefangen. Und da hat man eben festgestellt, ja, da wächst irgendwie die Brust bei dem. Ich gesagt, da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann gab es einen, wartet, ich möchte euch nämlich die korrekten Altersangaben sagen, einen, der 10 Jahre und 1 Monat alt war, und dann noch einen dritten, der war 7 Jahre und 10 Monate, also nicht ganz 8 Jahre alt. Und es war ganz witzig, wie die Forscher diese Sache angegangen sind. Sie wussten halt nicht so richtig, auch diese Ärzte, woher kann dieses Brustwachstum kommen. Und wenn man sich den doch mehrere Seiten langen Artikel, ich habe jetzt so die wichtigsten Seiten ausgedruckt, ansieht, dann stellt man fest, das Einzige, worauf sie sich dann geeinigt haben, war zum Beispiel, dass der 4,5 Jahre alte mit einer Salbe behandelt wurde, in der Inhaltsangabe Lavendelöl, unter anderem, das ist nämlich auch ganz wichtig, unter anderem Lavendelöl stand. Der 10-Jährige, da wussten sie auch nicht so recht, dachten sich, aber der verwendet doch jeden Tag ein Haargel und ein Shampoo, auf dem auch bei beiden Produkten, also in der Drogerie gekauft, ja, keine Naturprodukte. Ja, also es muss nicht unbedingt sein. Wir haben leider Gottes nicht die dezidierte, wir wissen nicht, was das für eine Marke war oder sonst was. Das ist einfach nur ein Hairstyling-Gel und ein Shampoo, wo auch angegeben war, Lavendel und Teebaum ist enthalten. Und beim dritten Patienten war die Verwendung, oder wo sie dann gesehen haben, aha, was hat der dann vielleicht, was irgendwie so Lavendel beduftet ist, eine Seife mit Lavendelduft und eine Körperlotion mit Lavendelduft. Alles, wie man so schön sagt, over the counter, also in irgendwelchen Drogerien oder Supermärkten oder sowas gekauft. Und daraufhin wurde geschlossen, naja,
das muss Lavendel und Teebaum sein, was das auslöst, weil die verwenden ja alle Produkte, wo das drinnen ist. Jetzt kann man natürlich ganz, ganz, wie gesagt, das war 2007, kann man auch sehr easy sagen, na gut, das ist natürlich in sehr, sehr vielen Kosmetikprodukten deklariert als Duftstoff unter anderem auch. Was da jetzt, wie natürlich diese Kosmetiker waren. Und ich meine, gerade bei Haarstyling-Gel, da sind so viele Parabene drinnen. Das ist eigentlich eins der ekelhaftesten Sachen, die man so seinem Körper antun kann. Auch bei den Salben oder sowas, ja. Duschgel, Lotion, Feuchtigkeitslotion für den jungen Burschen. Da fängt schon mal an, ein bisschen komisch zu werden. Ja. Also nur weil Lavendelduft drinnen ist, muss das jetzt, wie gesagt, und dann kommt noch als nächster Schritt, welche Qualität hat denn dieser Lavendelduft? Da vermute ich, dass es sich definitiv nicht immer um tatsächliches ätherisches Öl, Lavendelöl gehalten hat. Gehandelt hat. Was aber dann der nächste Schritt? Und es wird dann ganz witzig, weil das, also ich finde das immer total spannend, das ist fast so ein bisschen wie Krimi, Science-Krimi. Dann hat sich diese Forschergruppe gedacht, na, muss das Lavendel- und Teebaumöl sein? Ach, wir machen In-vitro-Studien. Wir holen uns einfach so ein paar Zellen, die, sag ich mal, eine Östrogenreaktion uns zeigen würden und beträufeln die dann mit Ölen. Wie gesagt, wir wissen, das ist immer so meine Grundvoraussetzung, finde ich, wo es immer sehr schwierig ist mit sehr vielen ätherischen Ölstudien, aber wir wissen jetzt nicht, was für eine Qualität hatten die verwendeten Öle. Aber was ich schon von vor ein paar Jahren, und zwar haben die das 2010 oder 2014 wurde das dann schon eigentlich recht angeprangert. Die haben das nämlich beträufelt und gesagt, ja, diese Zellen reagieren auf die Östrogene. Und dann wurden aber schon die ersten kritischen Stimmen laut, in denen es geheißen hat, ja Leute, aber ihr habt in Plastikschälchen ätherische Öle eingetropft. Phthalate, so ein ganz ein tolles Wort, aber Weichmacher finden sich in diesen klassischen In-vitro-Plastikschälchen, wo da so lauter so kleine Schälchen eben drinnen sind, meistens auf so einem, sagt man dazu. Es gibt sicher einen professionellen Ausdruck dafür, diese Platten, in denen dann diese Schälchen reingestanzt sind. Ätherische Öle lösen ja Plastik doch ganz gut auf. Das heißt, dass da dann etwas, ein Weichmacher rauskommt, der eventuell eine Hormonreaktion auslösen kann in Zellen, wenn die darauf sensibel sind, da ist jetzt nicht verwunderlich. Also das wurde schon natürlich, wie gesagt, als 2007 dieser Report rauskam, da waren schon die ersten, die Stimme ganz laut und Gott, eine riesen Panik. Und man findet das jetzt noch in Aromatherapiebüchern, leider Gottes, wo dann steht, ja, um Gottes Willen, wenn man irgendwie hat Brustkrebs, der auf Östrogen reagiert oder so, ja, kein Lavendel oder Teebaumöl verwenden und so. Und die Aromatherapeuten, die wirklich Gesättelten, sagten da schon damals schon, Blödsinn. Also ich meine, wir verwenden Lavendelöl und Teebaumöl schon seit Ewigkeiten. Wir müssten alle mit Doppel-D herumrennen, wenn das denn tatsächlich so wäre. Also allein unsere Erfahrung zeigt uns da ganz andere Sachen. Und dann haben sich aber tatsächlich auch andere Leute gefunden, die gesagt, okay, dann machen wir halt eine Studie, nicht in vitro, ohne Plastik, sondern am lebenden Organismus. Und man hat Ratten, Moment, vielleicht kann ich euch dann gleich sagen, muss mir nur kurz in meinen Laptop einwählen, dass ich euch die Jahreszahl sagen kann. Aber was man gemacht hat, man hat einfach Ratten hergenommen und das Uterusgewicht, also das Gebärmuttergewicht von Ratten, wird schon seit den 30er Jahren, glaube ich, als Benchmark, also als Marker genommen für Östrogenstärke im Körper. Also das Gewicht des Uterus, der Gebärmutter steigt, je höher das Östrogen im lebenden Organismus steigt. Man hat diese Ratten dann mit, ich glaube, von 2013 wurde das gemacht mit den Ratten, mit sehr viel Lavendelöl beträufelt. Und zwar der Rücken der Ratte war rasiert und dann das Lavendelöl drauf, in mehreren Konzentrationen auch. Dann hat man sogar was drüber geklebt, dass das ja nicht evaporieren kann. Also sprich, dass wirklich alles in die Ratte reingeht. Hat das über mehrere Tage durchgezogen und hat dann eben mit der Versuchsgruppe auch geschaut, okay, hat sich was geändert am Gewicht der Gebärmutter? Ne. Gar nichts. Auch keine toxikologischen Auffälligkeiten, auch keine Auffälligkeiten in anderen Versuchen, was tut das mit dem Embryo oder sowas. Und das war schon ziemlich, also eine heftige Dosierung. Gerade wenn man sich anschaut, beziehungsweise ich habe da so einen Vergleich bei mir und ich werde das unten verlinken, diesen Rattenversuch. Wenn man sich anschaut, wie viel, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Kosmetikprodukt beduftet wurde mit und im besten Fall natürlichen Lavendelöl, wie viel gelangt dann tatsächlich, welche Konzentration gelangt dann ja tatsächlich in meinen Körper, gerade wenn ich davon ausgehe, es ist in einer Seife oder in einer Lotion oder sowas drinnen.
Und da war sogar die Anwendung an den Ratten 5000 bis 1 Million Mal höher als die Aufnahme, das was die Jungs gehabt haben können, laut diesem Report von 2007, wo es eben hieß, um Gottes Willen und mit Lavendel und Teebaum wachsen den Burschen die Brüste. Und wie gesagt, also das konnte nie, nie wieder irgendwie so gezeigt werden, sondern eher, wenn man es dann tatsächlich lebender Organismus ist, kein Plastik involviert, auch keine anderen Lotionen oder so als Trägerbasis, sondern wenn Trägerbasis, dann ein Pflanzenöl, also etwas, was keine irgendwie Parabene oder sonst was enthält. Und dann kommt man ganz logisch drauf, nö, stimmt gar nicht. Ja? Also kann man eigentlich relativ kübeln. Wobei, anders betrachtet, wenn ich mir anschaue, dass das alles hier sich um Kosmetikprodukte mit Lavendelduft dreht, dann sage ich schon, ja, insofern hat dieser Report eine gute Aufgabe gehabt oder sag ich mal, etwas was Gutes für uns getan, dass man sich halt auch damals schon 2007 halt, das war so die Zeit, wo man sich auch angefangen hat, mehr Gedanken drüber zu machen. Was reibe ich mir denn auf die Haut? So mittlerweile in den letzten 10, 11 Jahren ist ja das Bewusstsein dafür schon sehr, sehr viel stärker geworden. Man ist halt draufgekommen, was alles in Kosmetikprodukten drinnen ist. Dass das eben ein Riesenproblem für unseren Hormonhaushalt sein kann, das stimmt ja auch alles. Ja? Das liegt aber nicht am Lavendelduft, der drinnen ist. Ja? Also selbst wenn das synthetisch ist, ist das wahrscheinlich das kleinste Problem im Vergleich zu den anderen Inhaltsstoffen in dieser Kosmetik. Von daher, was lernen wir daraus? Erstens mal, wenn solche Meldungen herumschwirren, immer anschauen, woher kommen die? Ich meine, der Begriff Fake News ist ja jetzt momentan sowieso sehr in, aber hat auch, wie gesagt, gerade in Zeiten des Internets seine Berechtigung. Anschauen, wie schaut die Studie aus? Sich diese Studie oder diesen Report oder was auch immer ruhig auch einmal durchlesen und dann einfach mitdenken. Denn ich finde, wenn man sich das hier durchliest und dann sagt, naja gut, irgendeine Lotion, ein Haarstyling-Gel und ich meine, wenn ein wie alt 10-Jähriger sich da jeden Tag auf Kopfhaut und sonst was, weiß Gott, was für Mengen Haarstyling-Gel draufklatscht. Und dass aber dann, sobald er dieses Styling-Gel absetzt, auf einmal auch die Symptome des Brustwachstums zurückgehen, ja, das sagt mir schon sehr, sehr viel über das Produkt selbst aus, meiner Meinung nach. Und also da gebe ich den Forschern recht. Man muss wirklich schauen, was klatscht man sich auf den Körper. Aber das hat nichts mit dem Lavendel oder mit dem Teebaumöl zu tun. Ja, also selbst wenn, wie gesagt, ich zweifle das ja an, hier natürliches Öl auch reingearbeitet worden wäre. Von daher. Wirklich ruhig und entspannt, macht weiter so wie bisher. Also es gibt keinen, es sind jetzt 10 Jahre vergangen seitdem. Es wurde viel, viel nachgeschaut dessen, denn es ist ja wirklich eine Tragik, dass dann tatsächlich manche so Krebscenter und Supportcenter für Krebspatienten zum Beispiel auch oder in diversen Hormontherapien oder sowas, den Leuten wirklich abgeraten wurde. Gerade zwei so tolle Öle, die so, so viel können. Und gerade wenn ich zum Beispiel von jemandem mit Brustkrebs, der zum Beispiel eine OP hatte oder sowas, jeder, der schon mal Lavendelöl auf einem Kratzer oder auf einen kleinen Schnitt oder sowas verwendet hat, der weiß, was das für ein tolles Öl ist. Und das so jemanden eigentlich auszureden, beziehungsweise allein die emotionale Wirkung, die Öle für uns haben können, ist echt schade drum, sich dann davon abbringen zu lassen. Ist immer gut gemeint, ist klar. Wenn man sich mit der Materie nicht befasst, dann wird man vielleicht gleich einmal ein bisschen sorgenvoll oder panisch und lässt dann lieber zur Sicherheit. Aber wenn man sich dann diese Daten ansieht, dann kommt man ganz schnell drauf, okay, also diese Meldungen, die bei uns herumschwirren, da geht es wirklich nur darum, dass man halt den Leuten jetzt sagen möchte, Achtung, um Gottes Willen, Naturkosmetik kann so gefährlich sein. Lasst das bitte, passt auf mit der Naturkosmetik. Das war eigentlich sozusagen dieser Hook, dieser große, der Aufhänger, damit die Leute klicken. Ja. Und ja, einfach mit dieser kritischen Einstellung solche Sachen anschauen. Man findet ganz, ganz viel. Ach, letztes Jahr war das irgendwas mit Kokosöl. Wie gefährlich Kokosöl, mit dem wir kochen und das Beste ist. Und wie arg und wie schlimm und überhaupt. Also auch da in solche Sachen einfach einlesen und dann sich die eigene Meinung machen und mit ein bisschen nachdenken. Schaut dann vieles schon ganz, ganz anders aus, ja. So viel dazu. Ich hoffe, ja, und vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Finde es war auch mal wichtig anzusprechen. Wie gesagt, ein super, super gutes Lernbeispiel, wie man mit diversen Meldungen und sowas umzugehen hat. Und wenn es noch Fragen gibt oder sowas, gerne her damit. Ansonsten schönen sonnigen Nachmittag. Es ist ja wirklich, man kann mit T-Shirt heute draußen sein. 19 Grad, zeigt das Thermometer hier hinter mir an. Ich bin schon sehr frühlingsbereit und ihr wahrscheinlich auch. Von daher, keine Sorge, wer sich Sonnenbrand holt, braucht keine Angst haben. Oder leider, wenn ihr das Lavendelöl dann verwendet, hier oben rum wird es nicht mehr werden davon. Ja? Also, alles Liebe. Ciao.